Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back to my channel. Today, oder nein, first German. Ich mache heute mal was komplett anderes, was wirklich komplett anderes. Und zwar habe ich diese süße kleine Kugelform und ich möchte heute eine echte Rose eingießen. So today we are not doing any coasters or bowls. I have this beautiful red rose and I would like to cast this in resin. Never done this before. Das Problem an der Geschichte ist ja, dass die Luftbläschen sich ja gerne in der Blume sammeln und ich muss diese Blume kopfüber gießen. So my biggest issue is I have to pour, just a second, I have a resin blob on my, give me a second, there is a big resin blob, and if I put my mold on it, it's not leveled. Okay, so, my biggest issue is that I will not cast the rose like this, I have to cast the rose upside down, and I put a toothpick through it, and hopefully it will hold the flower. And my biggest fear is that all the air bubbles will be trapped between the petals. So we give it a try and I'm already mixed up some resin. I think it's not enough. It's about 150 grams and I probably need about 200 for the mold. Also mein größtes Problem sind wir die Luftbläschen hier drin. Kopfüber eingießen, also erstmal kopfüber da reinkriegen. Und ich habe mir jetzt mein Harz angerührt. Und zwar das ist das B50 von Dipon. Ein, ja, für Schichten bis zu 5 cm. Ich probiere das mal mit dem B50. Mein Raum hat 18 Grad, das sollte wohl klappen. Und ja, ich starte im Grunde erstmal mit einer kleinen Schicht unten drin. So this is a deep cast resin. It's the B50 from Dipon. It's for pores up to 5 cm. The mold is a little bit taller, but we will not fill up the mold completely till the edge. And my room temperature is quite low, so hopefully it works. And we get kind of a bubble-free result. So I will start pouring. Or do I have to let it sit for a while? Because my resin got pretty cold and I hope I don't have any microbubbles in it. Ich hoffe, dass ich keine Mikrobläschen habe, weil mein Harz ziemlich kalt geworden ist. Bevor ich gieße, ich gehe einmal mit dem Heißluftföhn dran und puste mir nur mal so ein paar Microbubbles weg. So before I will pour, I think I will have some microbubbles. Because my room temperature is quite low, my resin is pretty cool. So just part A. And this causes microbubbles. Just have a tiny bit of dust in here. So I will just go in with my heat gun to pop any bubbles. And then I will be right back and we can start pouring. Okay, so I just went in with my heat gun. And we will pour just a thin layer first. And this resin takes up to 72 hours till it's cured. Dieses Harz braucht also gut 72 Stunden, 3 Tage, bis man entformen kann. Das ist, wie gesagt, ein Deep Cast Resin. Und wir lassen das jetzt mal ein bisschen stehen. Ich sehe gerade, dass ich da doch wieder so ein Flusen drin habe, leider. Den möchte ich natürlich raus haben. Wir lassen das stehen, weil ich natürlich die Bläschen aufsteigen lassen möchte. Das Gute ist, wir haben alle Zeit der Welt. Das kann ich auch meinetwegen 3 Stunden stehen lassen, da passiert nichts. Okay. So, ich werde das Ganze jetzt hier mal wirklich eine Viertelstunde stehen lassen, dass die Bläschen aufsteigen können, bevor ich die Rose hinzufüge, weil ich ja nicht möchte, dass ich die Rose jetzt reinstecke und genau wenn ein paar Bläschen da sind, diese quasi dann in den Blütenblättern gefangen nehme. So, I will let this sit for, I don't know, 15 minutes before I put the rose in, because if I would put the rose in my little mold now and I have some bubbles in there, I will basically trap the bubbles underneath my flower.
So that's why I let this sit, and then I come back when the bubbles are raised to the surface. Ja, ich glaube, das ist mein Plan. Ich warte jetzt einfach mal eine Viertelstunde, lasse das Ganze sich ein bisschen setzen und dann komme ich wieder. Okay, I am back. So, my plan is, before putting the rose into my resin, I would like to put some of the resin inside my petals. I have no idea if this is the right way to cast flowers. Ich möchte also hier ein bisschen Harz reinlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ich habe noch nie eine Blüte, eine echte Blüte eingegossen. Aber ich möchte das versuchen. Hoffentlich läuft mir nicht unten alles wieder raus. Klar ist, wenn ich die kopfüber ins Harz stecke, dass mir das Harz natürlich wieder rausläuft. Also dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber so hat die Blüte wenigstens schon mal Harz gesehen. So I know that when I will stick my rose into my mold upside down, that this resin will run out again, of course. But then all the petals already had contact to resin. It looks beautiful already. Habt ihr schon mal Blüten eingegossen? Echte Blumen? Also jetzt nicht nur so kleine in Anhänger oder sowas, sondern so richtige ganze Blüten? Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So have you ever casted really real flowers? Not like those little things in a keychain or in bookmarks. I mean, like this? I have never done this before. Da geht eine ganze Menge Harz rein. So now I think that's enough. Okay. So let's give it a try. Okay, already have resin on my gloves. Yeah, now it's dropping out. But I have some bubbles. I poured too fast and I cannot go in with a torch. So I again put you on pause because my heat gun is quite loud. The resin is dripping out of my flower now. I will just remove the bubbles and we'll be right back. Okay. Ja. Ja, aber schalte ich stumm. Ach so, nee, dann gehe ich wieder. Bin aber gleich fertig.
Ich bin zurück. I am back. And we are ready. And it seems to be really, really kind of bubble free. Sieht also wirklich sehr blasenfrei aus. Nur hier, da hat sich eine gebildet. Ich habe also keine Ahnung, was da passiert ist. Da werde ich ein bisschen klares Harz reinpacken. There must have been a bubble. And there is kind of a, like a hole. I will fill this up with clear resin. But now we are going to cut off this end. I'm just looking for my scissors. And of course I don't have them here. Ich suche mal wieder meine Schere. Die lag auf einem anderen Tisch. So let me just try to snip that off. Okay. Are we... Yeah, it fits. It fits perfectly. So, das haben wir schon mal weg. Dann werde ich mir jetzt ein bisschen Harz anrühren und dann werden wir das Ganze noch auffüllen. So, I will just mix up some more resin and then we can fill this up to the top. Gut, ich habe mir jetzt irgendwie nur 30 Gramm angerührt und wenn ich die Menge so sehe, glaube ich nicht, dass es reicht. I just mixed up 30 grams of resin and I think it's not enough. But anyway, I will start by filling this hole. Well, I try to fill this hole. Let me just give it a good stir. Ich habe viel zu schnell gerührt und habe jetzt einige Bläschen drin. Aber die können noch aufsteigen. I stirred way too fast and now I have a lot of bubbles in there. But anyway, so I'm just trying to let it run in this hole. I don't know what happened here. Okay. It's already smaller. This is so much additional work. I don't really love this. Ich mag das nicht ganz so gerne, so mit zusätzlicher Arbeit, aber okay. Almost there. There's one little bubble left. Can you see this? And my resin doesn't want to move in this hole. Yay! Almost there. Yay! We made it! It's gone! Wir haben es geschafft. So, jetzt können wir unser Harz noch etwas einfärben. Und zwar wollte ich hier mein Pearlizer Pearl nehmen und etwas Moissanit Pearl. So I'm going for the Pearlizer Pearl, which is, well, as the name says, a pearl, a white pearl. We will just start with the Pearlizer. Maybe some Moissanit Pearl glitter.
This is kind of a satin white here. Sieht so ein bisschen aus wie Satin. I don't want the color to be completely opaque, because I will add some light underneath. Ich möchte das also nicht komplett deckend haben, weil ich eigentlich ein bisschen Licht unten drunter machen möchte. Und das soll natürlich etwas durchscheinen irgendwie. Schauen wir mal. Aber man soll natürlich auch diesen unteren Teil der Rose nicht sehen. Okay. So, I think we are good to go. So, on this side I closed this little bubble. Auf dieser Seite habe ich dieses Löchlein zugemacht. Dann fange ich hier an zu gießen. Vielleicht reicht das Harz ja doch. And hopefully it won't sink in my little hole. Well, we'll see. Ich habe doch genug Harz angemischt. It's enough resin. Okay. So. That's it. I still have a little bit left, but I will put this on another table so I can work here. And then I will fill up some more drops so that it's kind of domed. Ich packe das also jetzt beiseite und fülle dann noch 3 Tropfen Harz zu, damit ich so eine kleine Kuppel habe, damit das nachher glatt ist. Das mache ich aber auf einem anderen Tisch, damit ich hier weiterarbeiten kann. So, so lassen wir es und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir die Rose entformen können. I see you when we are ready to demold. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. So, good morning. It's the next day and we can finally demold. And I have no idea how to get this baby out. Ich habe also noch keine Ahnung, wie man das entformt. Aber da ist mir doch das Weiß in die Blase gerutscht. Ah, schade. Wir versuchen das jetzt mal. Ich denke mal, seht ihr das? My white dropped into this bubble. We tried to fix it, but, well, anyway. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man das rauskriegt. Ich habe noch keine Idee. Habt ihr schon mal so eine Kugel entformt? Have you ever demolded something like this? Well, I haven't. How do I get this out? Boy. Oh, and I got those sharp edges. Oh, be careful when you demold something like this. It's really sharp over here. Wow. Ouch. Okay, so, well, I basically need to hold this outside of my camera, I guess. Just give me a second. I guess I have to put you on pause because it will take a while and I need to hold it closer to my body. Ich muss das mal gerade hier so ein bisschen, ich habe mir echt weh getan. Ein bisschen, ja, wir sind aber schon gut dabei, ein bisschen in meine Richtung halten. Meine Güte. Okay. Looks good so far.
almost there. Yeah. Yeah. A tiny bit more here. Okay, so now, how do I peel this off? Ich weiß nicht, wie ich das rauskriegen soll. Versuchen wir es mal gerade. Mit ein bisschen roher Gewalt. Almost there. Look. It's tricky. Okay, I just have to flip this over. And now we can just, hopefully we can just push that out. Give me a second. Almost there. Yeah. Oh boy. This is funny. Okay. Ta-da. Oh wow. There we have this little bubble. But anyway, look at this. This is gorgeous. Das mag ich. Die sieht so schön aus. Keine Blasen drin, no bubbles. There are just a few tiny, tiny micro bubbles sitting on the petal of my rose. Da sind nur so ein ganz, ganz paar Bläschen an den Blüten. Aber hier innen drin, I'm happy with that. So I just need to cut off my edges here, because this is really sharp. Ich werde also jetzt noch hier diese scharfe Kante wegmachen und dann bekommt ihr ein Close-Up-Bild. Das ärgert mich ein bisschen, aber so schlimm sieht es gar nicht aus. Wow. Okay, I will give you a close-up picture when I remove those edges. Und ja, das war spannend. Das war spannend und hat Spaß gemacht. So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kriegt auf jeden Fall gleich noch ein schönes Bild von mir. Und dann würde ich sagen, ich habe noch ein paar Rosen. Mal gucken, vielleicht machen wir dann noch eine. Ich habe noch eine blaue und ich habe noch eine orangefarbene. So, I got some more roses. I got a blue one and an orange one. So maybe we can do this. The mold is not perfectly shiny. Also die Form ist nicht hundertprozentig. Die hat hier, da ist so eine kleine Macke. So my mold is not like just perfect. So I got a little like a matte spot over here. It's because of the mold. We can do a top coat, then it's just perfect. Okay, so see you in the next video. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.